Fitnessfreunde, ich zeige euch heute eine leckere Zwischenmahlzeit, ein Dessert. Wir brauchen körnigen Frischkäse, einen Becher Honig, Mandeln, Weintrauben und eine Banane. Aber vorher will ich nochmal was loswerden, ja. Ich bin echt überwältigt. Ich gucke ja auch gern YouTube-Videos. Es ist mir echt eine Ehre, wenn ihr meine Videos anguckt, denn ich weiß, wie das Spaß macht, YouTube-Videos zu gucken, denn ich gucke selber gerne YouTube-Videos. Und die habe ich mir auch eben gerade angeguckt und ich bin echt überwältigt. Das macht mir echt eine Freude und das gibt mir ein Ziel, wie ich werden will, die ganzen Fitness-YouTuber zu sehen, wie die zusammen alles machen, so Spaß haben. Zum Beispiel jetzt von der Fitness-Expo in England, in Birmingham, habe ich Videos gesehen von Matt August und Chris Lavado. Die sind mit Alon unterwegs und Mark Fit. Jeff Sade ist, glaube ich, auch dabei, wird auch dabei sein. Jedenfalls auf der FIBO habe ich Videos mit Jeff Sade gesehen und den ganzen Leuten. Dann gucke ich auch die Videos von Misha, dabei ist noch Eda und Patrick. Und Alon hat auch bei denen vorbeigeschaut, also alle haben irgendwie was miteinander zu tun. Und das ist das Geile, Fitness verbindet. Alle Leute, die Fitness machen, verstehen sich sofort auf Anhieb gut. Und das finde ich geil. Und ich wünsche mir auch irgendwann mit den Leuten irgendwas zusammen zu machen, weil ich kenne die zwar nicht persönlich, habe die mal auf der FIBO nur so getroffen. Ihr habt ja Bilder gesehen, ich habe Mark Fit getroffen, ich habe Jeff Sade und Alon gesehen, aber es war zu voll. Karl habe ich auch gesehen, mit Misha habe ich Bilder und Eda und mit August und Chris Lavado von Team Legends habe ich auch Bilder und Christian Guzman oder Gasman heißt der, habe ich auch Bilder und mit dem ein bisschen geschnackt, also erster Kontakt war da und die Leute sind so korrekt. Ich kenne die, wie gesagt, nicht näher, aber ich will auf jeden Fall was mal mit denen machen. Und deswegen bedanke ich mich vom ganzen Herzen, wenn ihr mich abonniert. Denn dann werde ich bekannter und vielleicht sehen die mich irgendwann und machen was mit mir. Und das ist echt mein Traum. Wir machen hier den körnigen Frischkäse auf. Ja, ich habe wieder Lust auf was Süßes. Ihr habt mein Video gesehen, wo ich über meine Heißhungerattacken geschnackt habe. Jetzt habe ich wieder Heißhunger, aber ich will wieder keine Schokolade essen. Auch wenn ich die hätte, will ich die nicht essen. Ja, erstmal mache ich den Frischkäse da rein und dann geht's weiter. Körniger Frischkäse ist drinne und es schmeckt viel besser mit dem als mit Quark, das kann ich euch sagen. Obwohl die Nährwerte ähnlich sind. Ein Becher hat lediglich mehr Fett, und zwar, ja, 9 Gramm Fett, ja, Quark hätte da gar kein Fett. Wir haben hier auch Kohlenhydrate pro Becher, mein Becher hat ja 200 Gramm, sind da 6 Kohlenhydrate, ungefähr 6 Gramm. Und wir haben genauso viel Eiweiß wie Quark, und zwar 25 Gramm. Ja, der schmeckt wahrscheinlich besser, weil der mehr Fett hat, das kann ich so auf Anhieb, denke ich mal, sagen. Dann kommt alles das hier einfach rein, die Mandeln. Für noch mehr Fett, ja, ist jetzt nicht besonders, aber das ist nicht irgendein Fett. Guckt euch die geilen Dinge an. Das ist richtig geiles pflanzliches Fett. 100 Gramm Weintrauben mache ich hier rein. Sind richtig geil, schön süß. Rote Weintrauben, die sind extrem süß und knackig. Und die nehme ich anstatt, ja, Schokolade. Banane ist auch nochmal süß. Ja, ich hoffe, dass ich danach keinen Heißhunger mehr haben werde. Es wird langsam dunkel. Je dunkler das wird, desto schlechter wird die Qualität der Kamera. Und ja, das hier ist aber nicht süß. Ja, die Früchte sind zwar süß, ihr könnt es so essen, aber ich mag es gerne, wenn schon, dann richtig. Und deshalb tue ich nochmal 10 Gramm Honig rein. Ich messe es nicht ab, sondern ja, Pi mal Daumen, 10 Gramm Honig. Werde ich dann auch eintragen in meine App. Jetzt nochmal umgerührt und das war's, Fitnessfreunde. Fertig ist das Dessert oder die Zwischenmahlzeit, wie auch immer. Schön süß, damit man nicht auf Schokolade zugreifen kann. Es ist schon ein Unterschied, ob ihr Fruchtzucker zu euch nehmt oder richtigen Zucker. Denn die Dinge, die Fruchtzucker enthalten, enthalten noch Vitamine. Und das ist der entscheidende Punkt. Schokolade enthält keine Vitamine. Das ziehe ich mir jetzt rein. Ja, also eure beziehungsweise lasst eurer Kreativität
keine Grenzen setzen oder setzt euch keine Grenzen, wenn es um eure Kreativität geht oder eure Fantasie. Macht einfach, mixt was zusammen, was euch in den Sinn kommt. Und meistens ist es so, dass es schmeckt, vor allen Dingen, wenn man Früchte verwendet aller Art, dann kann es gar nicht schief gehen. Und ein bisschen Eiweiß mit, entweder mit Joghurt, mit Frischkäse, mit Milch, mit Cottage Cheese, so wie ich, mit Quark. Wie gesagt, Fantasie.